Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Gloomhaven. Mit mir, hallo und auf in den Kampf. Ja, jetzt machen die schon wieder Schilde. Bäh. This is sick. Ich nehme das mal nicht auf. So. Die Wahrsagerin, beziehungsweise die Bardin, die wird jetzt erstmal die beiden hier entwaffnen. Was hat so ein fieses Organ? Allerdings, oder? So, und das Schöne ist, ich probiere jetzt mal was aus. Der hat hier nämlich eine schöne Fertigkeit mit. Füge in dieser Runde allen deinen Angriffen die Gegner mit Entwaffnen anvisieren, plus 3 Angriffe hinzu. Ach Mensch, das hättest du doch sagen können. Da brauche ich doch gar nicht mehr anzugreifen hier. Doch, ich greife ja nur den einen hier an. Hey. Sehr gut. Gar nicht schlecht. So, leider ist jetzt hier. Falle. Ne, die Typen da, die kommen da ja nicht raus. Aber die haben 2 Schilde, das ist das Doofe jetzt. Ach, guck mal, ich kann wieder. Ja, warum nicht? Boah! Schade. Schade. Das waren 6 Damage. Ja, dafür schießt sein Viech nicht dran, weil es nicht vorwärts kommt. Warte mal, ich muss mal was machen. So, ich kann jetzt den einen mit einem Leben töten, aber eigentlich wäre es also sinnvoller, auf den anderen zu gehen. Ja, geh mal auf den anderen. Ja, das war super. Und 8 Gold. Das ist auch super. 27, ja. Sollte jetzt eigentlich nicht schief gehen. Eigentlich. So, greifen wir mal hier den. Hallo? Ach so, ja, klar, ich muss vorher. Ja. Wie er verzögert stirbt. Der musste das erstmal verstehen, was mit ihm passiert ist. Ja, aber auch. Gut, dass ich einen zweiten Angriff habe. Als hätte ich's vorausorakelt. Ich kann tatsächlich einen laufen lassen, ist das cool. Kannst du den jetzt bewegen? Nein. Ich kann nichts machen. Oh, dann hat das offensichtlich nicht geklappt. Schade. In der Tat schade. Ja, hat nicht geklappt. Wo ich den anklicken konnte. Ah. Ja, vielleicht kann ich das dann nur bei euch machen, oder? Es ist noch nicht richtig geskriptet. Das kann natürlich auch sein. Ja. So, do, do, do. Bewegen wir uns mal in die Richtung, ne? Was weiter kommst du nicht? Nee, der ist nicht schnell.
Aber ich benutze jetzt meinen Ausdauertrank. Und dann kann man noch mal die Viererbewegung. Die habe ich auch schon gepimpt. Das wäre sonst nur eine Dreierbewegung. Ja, dann mache ich jetzt die Tür auf und gehe dann zurück. Warte mal, aber funktioniert das, dass ich dann noch Eins. mal zurückgehe? Ja, das müsste gehen. Du kannst fünf laufen, ne? Ja. Ja. Das funktioniert. Soll nur gucken, was die machen, nicht, dass die Bardin stirbt. Ja, okay, die bewegen sich nicht, das ist gut. Bewegung 4, Angriff 4, ja, die werden dann nochmal die Bardin angreifen. Es könnte nach hinten losgehen. Ja, wo soll ich mich hinstellen? Ja gut, dein Viech kann leider auch nicht angreifen. Nö, die waren ja auch schon dran, die Viecher. Ne, du hast ja auch unten noch die Karte zum Bewegung plus 1. Die kommen halt nicht dran, so. Weiß ich nicht. Hier, hier, weiß nicht. Ja. Kann Sletz beschwören. Fängt das dann was ab? Ja. Warte mal eben. Was hat das für eine Bewegung? Keine Ahnung, stimmt, das könnte sogar noch einmal angreifen, ne? Ja, ich gucke nämlich jetzt gerade. Sehe es nicht. Hat eine Bewegung 2, müsste dann 3 Bewegung gehen. 2. Ja. Ja, der kann nochmal angreifen, Ja, ja. dann machen wir das doch so. Ja, kostet noch XP für, ist doch super. Sind nochmal 4, sind wir bei 13. Müssen wir den letzten Raum auch machen. Und Ach, schade. das schlecht. Ja gut, da kannst du nichts machen. Es hätte ja auch ein schöner Angriff werden können. Das ist ja die einzige Karte, mit der ich keinen Damage mache. Ja, er lebt noch. War übrigens ein Fluch. Der andere überlebt jetzt. Ja, jetzt überlebt er nicht mehr. Ja, ist doch super, dann kriegt keiner Schaden. Die bleiben da einfach dumm stehen, weil die nicht angreifen können. Und der Quartiermeister, der holt sich zwei Karten zurück. Boah! Nee, Und macht ja nichts. genau. Wenn der hier unten Bewegung macht, kann der da oben noch was Cooles machen. Ja, Heilung, ne? Auf den Heinz oder sich selbst. Nee, sich selbst, ne? Der Heinz ist aber weg. Ne, ich finde das gut. Heilung 4 ist super. Oh, nehme ich die beiden zurück. Und das ist egal. Und dann kommt die lange Rast. So, wie schnell sind die? Ach, warum sind die so schnell jetzt? Ja. Nervt mich schon wieder. Was willst du machen? Kannst du nichts machen. Ne, leider nicht. Was hat die da jetzt? Eine Eine Wunde. Wunde, ne? Haben wir keine Vergeltung mehr? Doch, du hast Vergeltung. Verstehe. Nur die Bardin hat das nicht.
einzahlen. Nicht die Termite? Nee. Aber der hat nur noch 4 Leben und eine Wunde. Ja, ja, das überlebt die schon. Mhm. Ach. Passiert. Ach, der Heinz. Und überlegen wir da. Ja, diese Speidraken, die sind relativ langsam. Ja, komm. Na komm. Rattert im Hirn. Was soll ich machen? Angreifen. Na. Ja, was soll ich machen? Arme Termit. Möchtest du? Ja, gerne. Gerne. Da fragst du mich. Und tschüss. Na gut. Entwaffne ich halt nur einen. Ist auch okay. Auch gar nicht so schlecht. War das jetzt ein Heiltrank? Ja. Ist doch genial. Ja, ist super. Ne? Dann sind die aber vor mir dran. Und dann weiß ich nie, ob meine Viecher noch überleben. Doch. Die Viecher machen gar nichts. Das ist, hat, die greift ja nicht an, die Runde. Der Gegner. Das ist gut. Der eine hier unten greift nicht an. Okay. Also mache ich mich jetzt 10. Aber du bist doch hinter mir, oder? 6. Ja, ich bin hinter dir. Stimmt, ich muss mich gar nicht. Wieso bist du hinter mir? Vielleicht ist deine zweite Karte. Die ist 89. Ja, das ergibt keinen Sinn. Meine ist 86. Ich aber das. Dann lassen wir es so. Das steht doch jetzt in der Reihenfolge da, ne? Das müsste doch okay sein. Ja, aber sein. Hinterher ist die Reihenfolge nicht in Ordnung. Ich also weiß. Der wird das jetzt da angezeigt und dann bin ich trotzdem. Ja, ich weiß, was du meinst. Wir müssen dann testen, was. Sicher? Also nach der Reihenfolge da oben ist die Bardin vorher dran. Das kann ja jeder bezeugen, der das hier sieht. Probier's einfach aus. Ah, gut. Jetzt bist du vorher. Das kann doch nicht sein! Ja. Ich hab's dir gesagt. Damit ist mein ganzer Zug wieder versaut. Das nervt mich. Ja, das steht der Heinz da im Weg. Jetzt kann ich hier nicht mal umswitchen. Das ist doch wieder zum Kotzen. Ehrlich, ey. Ja, aber ich verstehe das nicht, warum das dir ansetzt. Ja, aber warum lässt du mich das nicht einfach machen? Man kann dem noch nicht vertrauen. Reicht das nicht inzwischen als Erfahrungswert? Du hast ja recht. Mein Gott, ist das nervig. Ja, wenn ich mich jetzt hier hinstelle auf das Gold, kann ich die nicht angreifen.
Das sind jetzt der eine Blatt. So, was machen die hier hinten? Vier, Bewegung 4. Ich kann mich jetzt nicht da rein bewegen, weil. Ich würde es. Ja, gut. Ist egal, die machen wir sowieso platt da drin, ne? Ich weiß nicht, was du da jetzt vorhast. Noch eins sich bewegen. Ja, der Heinz bewegt sich jetzt hier einfach rein. Kriegt er hin, das ist ein Nachteil. Es sei denn, der fliegt jetzt da, er flattert da, ja, flattert weg. Eins verpackt das. Mal, da kann man die wenigstens ein bisschen rauslocken. Oh, die machen Flächenangriff mit ekelhaftem Gift. So, ich werde uns jetzt, glaube ich, neu ausrichten. Und dann machen wir das mal. Falls irgendjemand Schaden kriegt, kriegt er keinen Schaden. Aber jede Runde heilt er jetzt um einen. Da heilen wenigstens auch deine Viecher. Also ich glaube, man kann auf jeden Fall schon mal festhalten, dass die weibliche Termite und die Beschwörerin, dass die ganz gut harmonieren. Ja, finde ich auch gar nicht schlecht. Er weiß, was die Termite oder zeigt er auch schon wieder. Das ist doch auch eine Termite. Was die noch im Petto hat, wenn die ein bisschen hochleveliger ist. Ja, das stimmt. Die ist aktuell wirklich auf dem niedrigsten Level von allen, ne? Level 3 ist das, glaube ich. Ist Level 3. Bam, der Ragnarang, der teilt wieder aus, ey. Ja, der Ragnarang hat mir jetzt auch noch meinen Zug wieder vermiest, aber egal. Ist egal, der ist so gut wie tot, da braucht man nicht mehr hinlaufen. Mal eben was machen. Genau. Dann lässt du die schon mal in die andere Richtung laufen. Nee, ich wollte die hier auf das Gold steuern und dann würde die nochmal angreifen, oder nicht? Nee, wozu? Lass die muss doch ein Feld immer laufen. Lass sie mal in eine andere Richtung laufen. Ja, in welche? Ja, wir können uns entscheiden, ob wir in den Raum, also in den Raum da unten gehen oder hier in den Raum wieder. Hier ist es egal. Ja, Ich will mir das nur auch. sagen. Ja, da wir hier schon drin waren und die Kiste schon gelootet haben, gehen wir vielleicht auf die andere Seite einfach. Alles klar. Ja, dann geht die jetzt hier schon mal hier rüber. Genau. Hätte ich schon mal zwei Runden gespart, ne? So. Das ist doch super. Ja, angreifen kann sie ja nicht. Ja, der greift auch nicht an. Das muss er sich jetzt aber auch nochmal gut überlegen. So, sieht doch schon gut aus hier. Den einen, den müssten wir doch jetzt knacken. Ich habe das auch abgesichert.
Jetzt haben alle ein bisschen Schaden gekriegt, jetzt können alle die ganze Zeit heilen, das ist doch ganz nett. Das hat gereicht. Noch drei Gegner und das Szenario ist geschafft. Also drei Draken. Genau. Ja, ich denke, das kriegen wir wohl hin, ne? Ja, ich glaube, die Chancen stehen dieses Mal ganz gut. Ja, ganz toll. So, ich denke aber, dass wir das jetzt gleich hier gerockt haben. Juhu. Bug von Termite. Ja, ich werde jetzt. Oh. Einen Augenblick. Den Barbar bewegen. Tut diese Person da? Bitte? Schon gut. Die hat ja zum Glück Stiefel, die kann gleich noch schön nachkommen. Toll. Musstest du dich jetzt da hinstellen? Jetzt kann sich meine blöde Pflanze ja auch nicht mal bewegen. Doch, die bewegt sich gleich, wenn du dran bist. Der Barbar, Nein, der solange macht keine jetzt. Tür auf ist, Doch, der bewegt sich. Barbar macht jetzt die Tür auf. Na gut. Guck mal, da sind sie. Hat ihn in die Betäubung gebrüllt. Ja, sieh, der geht jetzt voll ab hier. So auf. Kriegt der so nochmal hier? Und dann haben wir nochmal einen Kollegen hier rein. Ja, den Kollegen habe ich auch. Der hält in der Regel nicht lange durch. Ne, der soll nur einen Angriff abfangen. Da sind noch genug drin zum Killen. Das stimmt. Oh nee, jetzt überlegen die wieder. Was könnte? Ah, fliegen. Ja, flieg. Was könnte, genau. Lassen Sie mich. Lassen Sie mich nachdenken. Klar, Angriff 5, ey, spast. So, der Heinz braucht jetzt Hilfe. Ja, da bewegen sich ja ganz viele nicht. Ja, ich wollte mich. Ja, das ist der Quartiermeister, der will immer nur. Das funktioniert schon wieder nicht, wie ich mir das gesagt habe. Ich habe der mit dem Heinz habe ich jetzt bin ich doch schneller gewesen, als ich dachte. Ja, sonst musst du mit dem Quartiermeister jetzt zwei laufen und dann, ach nee, kannst du trotzdem wieder nicht heilen. Düdüm. Dann heile ich einfach dich. Da muss er sich halt schnell machen. Und dann muss der das schnell laufen. Und dann, was macht er dann? Heilen nochmal 4 oder doof Klube? Es wäre schön, wenn der Heinz nicht erschöpfen würde. Jetzt glaube ich nicht, dass das passiert. Ja, eine Heilung 4 ist vielleicht gar nicht dumm. Safe Heinz. Safe Heinz. Da kommen sie doch jetzt. Siehst du? Au. So. I, Reißdrachen sind gemein. Der Reißdrache tötet den Heinz, wenn wir ihm nicht helfen. Nee, das ist aber nicht gut.
Der Heinz darf nicht sterben. Hilf ihm. Und weh. Safe, Heinz. Möchtest du irgendwo hingehen oder möchtest du irgendwas machen? Oder nicht, dass ich mir jetzt wieder im Weg stelle hier. Also ich habe Bewegung 4 mit Springen Ah ja, okay, dann passt das. Dann stelle und ich würde mich da dann ein. den Golem spawnen. Jetzt habt ihr wieder Vergeltung. Ja gut, der bewegt sich nicht, also dann muss ich mich hier hin. Du musst doch den Heinz heilen. Also so ein bisschen rein musst du. Ja, ich möchte nur nicht dahin, dass ich dann von dem hier angegriffen werde, weil das dann unsinnig ist. Also muss ich hier hin. Und wie soll ich da jetzt noch was spawnen, wenn du mir das beantworten magst? Wenn Du du bist da dich noch da gar jetzt nicht schon dran. wieder so hinstellst. Boah, der hat mal instant 4 Schaden zurückgekriegt. Gucken wir uns gleich an. Hätte jetzt gedacht, du stellst dich mit dem dahin. Ja, ja, gucken wir uns gleich. Warte erstmal. Ach, du sabotierst hier einmal meine Ja, Züge. wieso der Golem? Wie lange läuft? Wie schnell? Der ist doch schnell, oder? Der läuft doch 2, oder? Ja, das ist kein Problem. Ja, ich brauche ein Feld, auf dem ich den spawnen kann, ne? Haben wir. Oh Mann, ey, die sind echt lahm. Toll. Mein Gott, wie lange überlegt er das? Das ist jetzt gerade so. Hey, ich bin am Zug. Könnte angreifen. Ich könnte. Ich flatter noch lieber ein bisschen. Dwe. So, der eine greift jetzt noch dreimal den Heinz an. Das ist richtig. Oh, das ist böse. Aber der stirbt beim nächsten Angriff. Oh, gut, dass er die zwei Schilde hat. Ich glaube, der hat so krass. Also du kannst, wenn du dich hier hinstellst, den hierhin beschwören. Ja, das geht mir trotzdem auf den Keks, weil ich muss hier solche Karten spielen mit Bewegung 4, wenn du mich da Du zustellst. kannst dich aber auch hier hinstellen und den dahin beschwören. Das ist sehr wurscht. Mach ich das? Oh, jetzt kommt der Golem. Der hat auch Vergeltung 2. Hat er Vergeltung 4 dann? Ich Ich weiß es nicht. weiß es auch nicht. Bin ja richtig am Looten hier gerade. Theoretisch müsste der das haben. Aber ich glaube, der Golem hat tatsächlich Vergeltung 4 jetzt. Ja, der müsste eigentlich Vergeltung 4 haben, ja. Da bin ich ja mal gespannt. Haben sie einen Splash-Damage? Nee, ne.
Oh nice, der stirbt jetzt, wenn er gleich dran ist. Sehr Ach so, gut. da muss ich gar nicht mehr drauf gehen. Auf den hier nicht, nee. Würde sagen, der Golem greift noch mal an, ne? Ja, der kann an diesen Reißdragner angreifen. Das Viech, das vor ihm steht, meinst du, oder? Den hier, ja. Ist doch nice. 5 Damage und eine Wunde. Ja, ne? Und wenn der gleich angegriffen wird, dann macht er Vergeltung 4. Dann stirbt er instant. Könnt ihr jetzt noch da auf das Gold? Ergibt das Sinn? Nein, ne? Zwei Stück noch. Ach, die zwei Stück sind ja jetzt gleich platt. Ja, hol dir das Gold. Du hast recht, wir haben nur noch zwei Stück. Das habe ich aus dem Auge verloren. Ja. So, noch einer. Habe ich vergessen, den Angriff zu buffen. Ja, ist auch scheißegal, ey. Soll's. Komm, nehme ich mir nochmal hier einen Heiltrank. Laufen brauche ich jetzt nicht. Ach, da nix. Jetzt bin ich mal gespannt. Der überlegt jetzt erstmal wieder. Oh ja, warte, der. Oh, null, null Angriff und vier Vergeltung. Tatsächlich. Mein Gott, Alter. Der steht von alleine und der andere greift jetzt an, pass auf. Ah, ne, der greift dich an. Ah, ne, doch nicht. Ne, der spuckt. Ah, der hat trotzdem Vergeltung. Ah. Ist das geil, ey. Und da kommt der Fluch, ey. Boah, da hat er den Golem weggewichst, ey. Aber das ist egal. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich mache Ja. jetzt mal eben die lange Rast. Ach, die Termite auch noch. Ja, jetzt ja kommen Karten. Guck mal Die hier, macht ey. mehr Rast als alles andere. Es ist fürchterlich. Die ist in der Dauerrast. Aber die macht ja auch ständig irgendwas, ne? Sieg! Die Wellen rotschuppiger Echsen scheinen endlos, aber ihr konntet eine ansehnliche Menge Kadaver erbeuten und entscheidet euch für einen strategischen Rückzug. Am Höhleneingang beginnt ihr zu rennen, doch die Draken scheinen nicht an einer Verfolgung interessiert zu sein. Ihr macht euch an die anstrengende Aufgabe, die Häute zurück zum Krummknochen zu bringen. Yay! Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Oh ja, 75 Damage. ja, die Ruferin, ey. Der Barbar hat 75. Die Wahrsägerin hat 3. War ein Auto-Attack. Dafür hat die 19 EP erhalten. Ja, das ist krass, ne? Yep. Die krieg ich pro Runde ein. Ja, also ich würde sagen, die Wahrsängerin, das ist bei ihr so. Mit der Plus-2-Vergeltung ist schon ordentlich. Ja, total. Und dann das Heilen, das hat, glaube ich, auch nochmal 5 oder 6 Leben irgendwie. Das ist auch nicht ohne. Wenn man die richtig einsetzt, glaube ich, ist sie richtig stark. Ich bin gespannt, wenn die auf Stufe 4 und 5 kommt, was die dann noch an nice guten Karten dazu bekommt. Ja, wir müssen mal schauen, ob vielleicht irgendeiner ein Level gemacht hat jetzt. Ja, das können wir gleich machen. Ich hoffe, jetzt kommt vielleicht noch eine Geschichte. Ja. Ja. Wir spazieren ja zurück. Als ihr ankommt, nimmt Heil euch schweigend die blutige Schuppenmasse ab und verschwindet dann 2 Stunden lang. Bei ihrer Rückkehr streckt sie euch eine Handvoll kleiner blauer Kugeln entgegen. Also gut, ihr müsst euch nur eine davon in die Kehle stopfen, bevor ihr untertaucht. Sie wird dann das Wasser beim Ein- und Ausatmen filtern.
Es wird unglaublich wehtun und es wird äußerst unangenehm, sie wieder herauszuholen, wenn ihr wieder auf dem Trockenen seid. Ich beneide euch absolut nicht, aber es sollte funktionieren. Kyle grinst über beide Ohren. Eigentlich bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Danke für die interessante Herausforderung. Und jetzt raus aus meinem Haus. Schicksalsgraben. Ja, da müssen wir mit der Wasseratmung, glaube ich, hin. Ja, tatsächlich, die Baden ist eine Stufe hoch und du hast eine zusätzliche Verstärkung bekommen. Aber das erfahrt ihr natürlich erst beim nächsten Mal, denn wir sind schon bei 36 Minuten. Und das bedeutet, macht's gut, bis dahin, ciao, bis zum nächsten Mal.